Ja, danke Christian Fries für diesen Vortrag und Hubert Winkels möchte als Erster kommentieren. Ja, sozusagen als Spaßbremse fungieren und sagen, dass ich das einen misslungenen Versuch finde, uns Humor regelrecht einzubläuen, von Anfang an mit heftigsten Mitteln uns Pointe um Pointe und Karlauer und Slapstick-Szene um Slapstick-Szene um die Ohren zu hauen, in den Milieus von Theater und Film zu wildern, dann sich der Philosophie und dem intellektuellen Milieu zu bedienen. Man weiß auch gar nicht, es könnte irgendwas beliebiges anderes sein. Das ist, es hat sozusagen wieder irgendeinen Bezugspunkt, auf den sich das alles ausrichtet. Man kann erkennen, erst recht durch diesen reichen Aufsatz, dass es wie in der klassischen Satire sozusagen der Körper, das grobianische, vulgäre gegen das Erhabene, das Feine, das Intellektuelle geht. Schon Marsyas, der Satyr gegen Apoll, das ist das alte Modell. Das ist natürlich alles in der Tradition der Satire. Aber man braucht dazu ein Gefälle. Also man muss dann das, was man der Lächerlichkeit preisgibt, vielleicht zu Recht, überhaupt mal in irgendeiner Form zu spüren bekommen, damit man das, was daran kippt, genießen kann. Aber da man hier von Anfang an auf Seiten derer ist, sozusagen, die das Kippen befördern, und zwar unablässig sozusagen stolpert irgendjemand wie bei einem Slapstick, nur eben sprachlich, ist man nach kurzer Zeit völlig erschöpft. Eigentlich ist man nach zwei Seiten, wo man die Bereitschaft, vielleicht zu lachen, noch verspürt hat, erschöpft und am Ende verdrossen. So jedenfalls geht es mir. Danke, Hubert Winkels. Das Saalpublikum hat das ganz anders empfunden. Maike Fessmann kommentiert als Nächste. Ich würde es unterscheiden. Also man merkt, dass der Autor Schauspieler ist. Man merkt es sowohl an der Art, wie er schreibt, dass er Szenen an Szenen reiht, im Prinzip ein Band von Slapstick-Szenen innerhalb einer Rahmenhandlung aufhängt. Die Rahmenhandlung ist die Scheidung der Eltern und der seltsame, überraschende Erfolg des Schauspielers in einer Serie. Nun hat aber Herr Fries diesen Text als Schauspieler vorgelesen und da habe ich den Vortrag auch so empfunden, dass er das Lachen förmlich aus ihnen herausgekitzelt hat. Das hat ja auch eine Zeit lang geklappt, aber ich finde, er hat dem Text damit geschadet. Also bei der stillen Lektüre war für mich immer noch was über den Humor, der Humor ist natürlich amüsant, aber etwas, was hinausgeht. Und da hat mir eigentlich gefallen, dass es so einen Ton gibt, so ein leichtes Staunen die ganze Zeit, so ein inneres Schulterzucken, überrascht sein, wie seltsam die Dinge im Leben doch laufen. Also das, was hier dann so als Karlauer gelandet ist, ist ja nur so ein halbkomisches Problem, dass erwachsene Menschen von der Scheidung ihrer Eltern völlig erschüttert sind und sich dann selber sagen, ja, wie lächerlich eigentlich, warum sollte sich nicht scheiden lassen? Und da gibt es sozusagen einen ernsthaften Unterton, der verschwunden ist durch den Vortrag. Ich muss sagen, ich finde den Text auch auf eher vordergründige Weise witzig und das ist ein Effekt oder ein Eindruck, den der Vortrag eigentlich nur verstärkt hat. Ich finde auch beim Lesen läuft eine Spur mit, die sich dieser Witzigkeit ein bisschen sperrt. Andererseits über Sex Späße zu machen, das ist in einer verklemmten Gesellschaft immer ein relativ leichtes Erfolgsrezept, ein billiges. Und dadurch kommt dieser Text für mich ein wenig zu flapsig daher. Er klingt ein wenig nach Wuchteldruckerei für den Fall. Ich hoffe, das verstehen alle. Und Wuchteldruckerei. Können Sie das übersetzen? Ich glaube, das müsste man für unsere Fernsehzuschauer doch auf erzwungene Weise Späße machen. Pointenschleudern. Und ich würde dieses Pointenschleudern, danke, eigentlich eher den Kabarettisten überlassen. Also ich habe diesen Text zu Hause gelesen, jetzt mir auch angehört, wie ich ihn zu Hause gelesen habe, ist mir ein Buch in den Sinn gekommen, das fängt folgendermaßen an: Macht ein älterer Witwer einer Frau den Hof und heiratet wieder, so ist dies immer problematisch, sobald erwachsene Kinder betroffen sind. Das ist von Peter Taylor aus Rückkehr nach Memphis, einem wunderbaren, leider vermutlich ziemlich vergessenen Buch, das ist ungefähr vor 30 Jahren geschrieben worden. Es geht ja hier nicht um einen Witwer, aber es geht tatsächlich um erwachsene Kinder, die sich in irgendeiner Weise um ihren Vater sorgen, also nicht um den Witwer, aber um einen Mann, halt, der wieder heiraten will. Und ich habe ein Problem mit dem Text, dass ich nicht so, ich habe so ein Nichtgefühl, was diese Figuren betrifft. Ich weiß nicht, so verläuft es nicht. Man wird ja nicht berühmt durch eine Serie, indem man eine wegwerfende Bewegung macht. Ich meine, das soll wahrscheinlich auch kein realistischer Text sein. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Autor interessiert sich gar nicht so recht für seine Figuren oder er bringt sie mir nicht näher. Also da sind wirklich, also da sehe ich jetzt wirklich Brüche, die mir wirklich Gefälle sind.
Also mir kommt es auch so ein bisschen so vor, als ob es aus einem großen Zusammenhang oder aus einem umfangreicheren Roman verschiedene Szenen sind. Ich verstehe diese Reichgeschichte nicht, mich interessiert sie auch nicht, oder beziehungsweise sie wird mir nicht interessant gemacht. Die Pointen empfinde ich nicht unbedingt als Pointen. Für mich kam der Text sowohl als Text wie ganz besonders durch die Darbietung erheblich plastischer, vitaler an. Wir haben einen Ich-Erzähler mit Dia und Logorö. Da fließt vieles, oben, unten. Er sucht vieles zum Fließen zu bringen. Er ist ein junger Mensch, er ist ein Schauspielstudent, aber doch schon so erwachsen, dass er sich konfrontiert sieht mit dieser eben Geschichte, wie Herr Sulzer sie gerade angetönt hat. Und dieser recht wilde Ich-Erzähler, der bietet den Brennpunkt auf zahlreiche Phänomene der Gesellschaft. Familiengeschichte, Erbschaftsangelegenheiten, schwierige Situationen, TV-Phänomene, Talkshows, dass er die plötzlich sogar im Fernsehen sieht, die Hochkonjunktur der Philosophie zur seelischen Fitness und dann natürlich, das ist nicht aktuell, reich. Und ich glaube auch die Konstitution dieses Ich-Erzählers, die muss man im Rahmen dieser reichen Ansätze sehen. Und auch die zahlreichen Skurrilitäten aus dem Lande der sexuellen Erfahrungen dieses jungen Mannes, dass der aushakende Unterleib, der im Traum erscheint, bis hin zum Orgon-Akkumulator. Ich wäre gespannt, wie es weitergeht. Ein wenig problematisch scheint mir, dass das ein Zusammenzug ist, offenbar aus einem, in dem dann Brüche da sind und plötzlich tut ihm Frau T. dann leid. Also es gibt gewisse Entwicklungen, die nicht wirklich nachzuvollziehen sind. Aber ich spüre diesen Ich-Erzähler sehr, sehr plastisch, sehr vital und wild. Und ich nahm die Lacher aus dem Publikum als Reaktion weniger auf Slapstick, denn auf eine sehr unmittelbare, sehr lebendige Art des Ansprechens hier, mit diesem Skurrilen. Ja, wir wollen ja hier versuchen, noch etwas Fleisch auf die Knochen der Moral zu bekommen. Und ich finde, dass dieser Text dazu geeignet ist, und man fürchtet ja als professioneller Kritiker immer, sich unter seinem Niveau zu unterhalten. Und ich finde, das ist ein Text, der sehr gut unterhält. Das ist keine Satire, das ist eine Groteske, was das Feld viel weiter macht, als es im Fall der Satire wäre. Wir haben es mit einer Figur zu tun, die im Grunde auch der russischen und der skurril grotesken russischen Literatur entstammen könnte, mit einer Art Oblomov. Es ist ein Mensch, der mit Einfalt und gleichzeitig mit Intelligenz gesegnet ist, eine sehr naive und, wie ich finde, schillernde Figur. Und das ist ein leichter Text, der gar nicht so viel will und der trotzdem in diesem reduzierten Wollen sehr viel unterbringt. Also die ganze psychoanalytische Sprache mit ihren Symbolen ist in dem Text sehr feinsinnig verteilt. Also Freud, Reich und andere Abtrünnige bis hin zur Philosophie sind in dem Text untergebracht. Und ich weiß nicht, wo die großen Brüller sind, aber wenn es Brüller gibt, dann sind sie auch manch verschrobener Idee der Psychoanalyse geschuldet. Und ich finde, man kann dem Text jedenfalls nicht vorwerfen, dass man ab und zu lachen muss. Menschen mit einem falschen Bewusstsein vorzuzeigen, ist ja immer komisch. Menschen, die irgendeiner Ideologie anhängen, die sie nicht wirklich verstehen, die sie nur formal zu erfüllen versuchen. Also den Begriff falsches Bewusstsein müssen Sie mir erklären. Adorno lesen. Nein, Sie erklären es einfach. Ich erkläre es einfach. Gut, Menschen, die eine Ideologie, wie zum Beispiel die Freudsche oder in diesem Fall die Reichsche, sozusagen sich zu eigen machen, eigentlich nicht wirklich wissen, worin sie besteht, sie rein formal zu erfüllen trachten, ihren Jargon benutzen, das hat ein komisches Potenzial. Aber das macht doch jeder. Also insofern, das ist ja quasi... Ich spreche gerade für den Text, merken Sie das nicht? Gut, weiter bitte. Das ist das komische Potenzial dieses Textes. Aber ich glaube auch, dass diese Komik auf sehr mechanische Weise mitunter hergestellt werden kann, wenn man sie beherrscht. Und das werfe ich dem Text ein bisschen vor. Jetzt sprechen Sie doch gegen den Text. Jetzt spreche ich wieder gegen den Text, ja. Ich versuche nur sozusagen irgendwie ein wenig verständlicher. Ich hoffe, Burkhard Spinnen fällt jetzt nicht unter sein eigenes Schweigegebot. Nein, das gilt ja nicht für den Rest der Veranstaltung. Ich habe mich sehr auf die Seite des Autors und seiner
ja auch körperlich sehr deutlich sichtbaren Herangehensweise an dieses Textprojekt versetzt gesehen und fürchtet, dass er einen Fehler gemacht hat. Der Fehler besteht nach meinem Dafürhalten darin, dass er Highlights komponiert hat. Er hat es auch im Vorhinein, bevor er zu lesen begonnen hat, gesagt. Und diese Stellenlese, also diese Kombination davon, hatte für mich ein bisschen sowas von so einer, so kalte Platte, ne? Also wo die besten Canapés so drauf sind. Ich würde mich ganz ehrlich gesagt wirklich sehr dafür interessieren, wie man mit einem so forcierten Ton und einer Groteske, die sich über ein Standardthema der Menschheitsgeschichte, Papa tickt aus, Mama heiratet wieder und so weiter drüber legt, wie man das in der Ebene bewältigt. Sie haben das Kunststück vorgebracht, fast in der Zeit zu bleiben mit einer Textmenge, die fast doppelt so groß ist wie die anderen, die hier vorgetragen haben. Sie haben ihre Ausbildung dazu genutzt, uns quasi die doppelte Textmenge zu präsentieren. Andere hätten da eine Stunde für gebraucht. Es hat mich einerseits eingenommen dafür, wie er mit diesem Tonfall auch der, sagen wir mal, der aufgeschobenen Angst vor den schlechten Folgen des Karlauers an dieses Thema herangeht. Aber ich fühle mich so ein bisschen betrogen, um einen wirklichen Auszug aus diesem Buch, um zu sehen, ist es tatsächlich so? Oder entwickelt der Text einen Rhythmus, in dem er solche Passagen mit anderen kombiniert? Das ist ein bisschen mein Wahrnehmungsproblem daran. Ich bin sehr unentschieden. Ich muss ganz kurz sagen, ich habe keine Highlights kombiniert. Mein Anliegen war schon, in der Auswahl der Kapitel die Stränge, die im Roman vorkommen, vorzustellen und sie so zu kombinieren, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie die immer wieder ineinander gehen und sich ablösen. Also ich habe eigentlich versucht, in der Dramaturgie dieses kurzen Textes in etwa die klimatische Dramaturgie des Romans aufscheinen zu lassen. Ich habe mich sehr auf die Finger geschaut und gesagt, jetzt fange nicht an, irgendwelche tollen Stellen herauszupicken. Ich muss fürchtig sagen, dass es so auch auf den ganzen Roman aussieht. Das Einzige, was hinzukommt und wirklich ein ganz neues Element ist, dass sonst im Rest des Romans noch sehr viel, sage ich mal, irreale Szenen vorkommen. Die habe ich mich, ehrlich gesagt, nicht getraut, hier vorzuführen. Ja, also ich... Ich glaube, dass der Text wirklich auch etwas leiser ist, als er jetzt im Vortrag gewirkt hat. Also der Schauspieler schlägt durch und diese sehr psychosomatische Existenz, die sich natürlich ihre Ein- und Ausgänge quasi nicht aussuchen kann, finde ich in diesem Text gut gespiegelt. Und ja, das kann zu viel sein, das könnte zu wenig sein, wie auch immer. Gut, dann danke ich Ihnen. Das Publikum im Saal hat sich jedenfalls großartig unterhalten. Das war zu hören. Applaus